Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr Uniformen in GTA 5 installieren könnt, speziell Polizeiuniformen und wie ihr das so einrichten könnt, dass die Kollegen auch dieselbe Uniform tragen. Als erstes laden wir uns das Emergency Uniforms Pack Law and Order runter. Das ist aktuell die Version 9.3.1. Dort gehen wir einfach auf Download das File und dort können wir ruhig die OIV-Datei auswählen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Zusätzlich laden wir uns noch das Emergency Uniforms Pack Surf and Rescue runter. Das ist für die Uniform von zum Beispiel Feuerwehrleuten oder Rettungssanitätern. Auch wieder Download das File und gerne auch wieder die OIV-Datei runterladen. Dann haben wir noch einmal das EUP-Menü, aktuell die Version 2.3.0.0. Das laden wir uns auch einmal herunter. Wie gesagt, alle Links dazu in der Reihenfolge auch in der Videobeschreibung. Damit haben wir jetzt erstmal den Grundbaustein für die Uniformen. Jetzt wollen wir natürlich auch deutsche Uniformen haben, denn bisher sind die Uniformen in den Dateien amerikanisch. Das heißt, wir laden uns einmal am besten das Uniform-Pack von Max Designs herunter, das German Federal EOP. Dort sind alle deutschen Uniformen enthalten von allen Bundesländern, zusätzlich noch Bundespolizei und Zoll zum Beispiel. Das laden wir uns auch einmal herunter. Da laden wir uns natürlich die aktuellste Datei herunter, hier die aktuelle Version V3. Und damit wir auch alle Dateien komplett herunterladen und gleich nichts mehr zwischendurch runterladen müssen, laden wir uns jetzt als letztes auch noch German EOP Backup Config 3.0 runter, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt lernen wir direkt einmal, wie wir eine OIV-Datei installieren. Erstmal gehen wir in den Edit Mode wieder hier in OpenIV, dann gehen wir oben auf Tools, Package Installer und jetzt suchen wir uns die OIV-Datei aus, die wir installieren möchten. Das wäre hier die EUPLO-Datei, also Law and Order. Wählen wir die OIV-Datei aus, klicken auf Öffnen, dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Dann klicken wir oben rechts auf Install, unbedingt in den Mods-Folder, also in den Mods-Ordner rein, niemals in den Game-Folder, weil damit zerschießt ihr euch das ganze Game, falls da irgendwas nicht mehr funktioniert. Deshalb immer in den Mods-Ordner, den wählen wir aus. Dann klicken wir auf Install und das dauert dann einen kleinen Augenblick. Das war's auch schon, dann gehen wir einfach auf Close und das gleiche machen wir jetzt wieder mit dem Surf and Rescue EOP, also wieder auf Tools, Package Installer. Dann wählen wir die Datei EOPSR aus, dann wieder auf Öffnen, dann wieder oben rechts auf Install, Mods Folder auswählen, auf Install und das war's auch schon. Jetzt müssen wir noch das EOP-Menü installieren. Dafür öffnen wir die ZIP-Datei bzw. die WinRAR-Datei und öffnen parallel unseren GTA 5-Ordner wieder im Explorer. Und dann haben wir hier einmal den Ordner Files. Und dort ziehen wir den Ordner Plugins und RageNativeUI.dll wieder einfach rüber, markieren, mit der linken Maustaste festhalten und rüberziehen in unseren Ordner. Dateien im Ziel ersetzen, von mir aus. Und dann haben wir auch das EOP-Menü schon installiert. Jetzt haben wir soweit alle amerikanischen Uniformen installiert und das Menü. Jetzt geht es an die deutschen Sachen. Und zwar öffnen wir dafür die ZIP-Datei, die wir vorhin runtergeladen haben. GF-EOP, also German Federal EOP V3. Dort sehen wir auch direkt einmal die README-Datei. Die können wir gerne aufmachen. Dort steht auch übrigens auf Deutsch, wie ihr das Ganze zu installieren habt. Und das Ganze machen wir jetzt einmal zusammen. Wir gehen in den Ordner GTA-Version, öffnen nebenbei natürlich OpenIV. Das muss jetzt in OpenIV nämlich rein. Dann öffnen wir den Ordner D1 und die Dateien kommen in folgenden Ordner: Mods, Update, x64, DLC Packs. Dann haben wir hier den Ordner jetzt EUP, DLC.rpf,
x64 eop-component-pets.rpf. Dort klicken wir drauf und dort sehen wir schon einige Ordner. Und jetzt kopieren wir einfach hier die Ordner aus der ZIP-Datei, beziehungsweise aus der WinRAR-Datei und fügen die hier ein. Das kann einen Moment dauern, das sind einige Dateien, die da kopiert werden. Und das war's auch schon. Fertig sind wir mit dem Ordner D1. Gehen wir weiter mit dem Ordner D2. Dort gehen wir einen Schritt hier oben zurück auf x64. Und dann sind wir wieder hier in dem EOP-Ordner. Und dort gehen wir auf EOP-Component-Pets-P. Und dort fügen wir wieder die ganzen Ordner hier von der ZIP-Datei ein. Kopieren wir einfach wieder rüber. Dann gehen wir zurück in den Ordner D3. Jetzt gehen wir zurück in Mods, Update, x64, DLC Packs und jetzt gehen wir in den Ordner SUP. Der ist ganz unten, Doppelklick, dlc.rpf x64 SUP Component Pets.rpf und dort kopieren wir einfach die Ordner hier wieder rein. Also ihr merkt schon, das ist immer reinkopieren in den jeweiligen Pfad, der vorgeschrieben ist. Dann gehen wir in den Ordner D4. Hier dasselbe Spielchen. Hier gehen wir wieder zurück auf x64 hier oben. Dann gehen wir auf den zweiten Ordner SOP Component Pets-P und fügen dort die Ordner wieder ein. Dann gehen wir zurück in den Ordner D5. Hier gehen wir zurück in den Reiter DLC Packs hier oben. Dann gehen wir auf EUP, dann auf DLC RPF x64 und dann unten auf Script TXDS. Und dort fügen wir die Datei EUP Banner einfach ein. Markieren wir wieder, ziehen wir hier rüber und dann haben wir die Datei hier verändert. Wichtig ist natürlich immer beim Kopieren, dass der Edit Mode an ist. Ich sag's nochmal, da es viele vergessen und viele falsch machen, Edit Mode an, sonst könnt ihr nichts verändern. Dann gehen wir in unseren letzten Ordner, D6. Dort ist der Pfad in unserem GTA 5 Ordner wieder, im Ordner Plugins. Hier müsste ein Ordner sein mit dem Namen EUP, falls ihr dort keinen Ordner habt, so wie ich. Dann erstellt ihr einfach einen neuen Ordner, der EUP heißt. Doppelklick drauf und dort zieht ihr einfach die Preset Outfits in die Datei rein. Das war's auch schon. Damit haben wir jetzt auch deutsche Uniform installiert. Im letzten Schritt geht es noch an die German Backup Config Datei. Die dient dazu, dass die Kollegen auch die deutsche Uniform anhaben und auch dieselbe, wie ihr zum Beispiel spielt. Dort könnt ihr dann ein Preset auswählen, je nach Bundesland, zum Beispiel NRW, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg und. Wir machen das jetzt am Beispiel von NRW. Dort habt ihr die Ordner LS, PDFA und Plugins. Die kopiert ihr wieder einfach rein, zieht ihr rein in euer GTA-Verzeichnis, Dateien im Ziel ersetzen. Und das war's auch schon. Sollte euer EOP-Menü nicht starten oder es irgendwie zu Abstürzen kommen, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Dann habt ihr wahrscheinlich nicht die aktuellste Rage Native UI installiert. Den Link zur neuesten Rage Native UI packe ich euch in die Videobeschreibung. Klickt da gerne auf den Link und dann könnt ihr die hier auf der Website einfach runterladen. Wenn ihr das getan habt, dann öffnet ihr die ZIP-Datei, gerne über WinRAR wieder. Und dann braucht ihr hier die beiden Dateien, RageNativeUI.dll und die XML-Datei. Und die zieht ihr einfach hier in euer GTA-Verzeichnis und dann startet euer EOP auch. Das war's schon mit den Uniformen. Falls ihr Fragen habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.